Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Two Point Hospital. Und wir wollten ja unsere Pausenräume aufpeppen. Und deswegen werden wir jetzt hier mal gucken, was wir hier alles machen können, was uns hier eventuell weiterhelfen könnte. Wir haben die Lampe, die auf jeden Fall das Ausstattungslevel soweit wir werden den Kaffeetisch und den Fernseher noch freischalten. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir das ganze Zeug hier noch irgendwo hin platzieren können. Zumindest in der Theorie könnte es funktionieren, weil in der Theorie hier nämlich noch Platz ist. In der Praxis müsste man vielleicht jetzt einfach mal hier mittig hinstellen. Und dann vielleicht noch hier irgendwo so eine Lampe. Vielleicht sogar noch eine zweite. Man weiß es nicht. So, dann schauen wir hier mal Party Set. Geht alles und wir sollten das Tempo wieder erhöhen. Was hat denn das? Hat immer noch Stufe 4, das hat jetzt nicht so wahnsinnig rein kann. Beim Arzt warten jede Menge Patienten. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber wir sollten eigentlich genug Arztpraxen haben. Aber wir können meinetwegen gerne noch. So. Jetzt habe ich so weit gedreht, dass ich mich selber nicht mehr zurechtfinde. Wir sollten vielleicht auf alle Fälle doch noch eine Arztpraxis machen. Krankenpfleger zur Kardiologie, bitte. So. So ein Schrank schadet auf jeden Fall auch nicht. Waage. Lampe. Auf das Krankenpfleger wird zur Zirkustherapie gebeten. Uns ein Licht aufgehe. Und wir brauchen aber dann hier auch noch einen schicken Heizi. Hier ein guter Rat von Georg Neiderhammel, der uns das und vielleicht noch ein kleines Pflänzchen. Wenn du mal scheiterst, dann sei dankbar für Freunde. Denn siehst du sie auch scheitern, geht es dir gleich besser. Wo er recht hat, so, hat er recht, wisst dann ihr? Stellen wir noch einen Arzt ein. Und dann stellen wir da draußen noch ein geschmeidiges Bänklein auf. Und dann geht's hoffentlich. Ein Arzt zur Topferei, bitte. Bald wieder einen geregelten Gang.
Weil die Schlange wird tatsächlich immer mehr. Und wir wollen ja schließlich unsere 200 Patienten vollkriegen. Und wir wollen nicht, dass sie uns auf dem Flur verrecken, weil unsere Heilungsrate mittlerweile unterirdisch ist. Das gefällt mir gerade gar nicht. Achso, halt. Wir können ja schon wieder ausgezeichnet werden. Diesmal schauen wir es uns aber in Ruhe an. Arzt des Jahres geht an uns. Krankenpfleger des Jahres geht auch an uns. Den aufsteigenden Stern haben wir gerade eingewechselt. Jeder Fußballtrainer wäre stolz auf uns. Jetzt, wenn wir noch irgendwann einmal ohne Todesfälle auskommen würden, dann wären wir richtig gut dabei. Lehrkrankenhaus weiß ich nicht, da könnten wir diesmal auch schlechter abschneiden, weil wir nicht so viel gemacht haben. Dafür sind wir bei den Patienten wieder beliebt. Und das Prestige können wir noch nicht mitgehen. Aber gut, wir arbeiten dran. Wir tun unser Möglichstes. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. So, Kinder. Ich weiß nicht genau. Wir kommen da so nicht zurecht. Wir brauchen tatsächlich noch. Na, jetzt hier mal auf Pause, weil sonst wird das immer so bleiben. Und ich richte mir jetzt hier noch eine etwas größere Arztpraxis ein. So. Wir stellen hier einen Dreieckstisch und eine Lampe hin. Wir stellen hier noch eine schöne Waage hin. Dann stellen wir da noch. Nein, wir nehmen doch lieber den großen. Auf jeden Fall. Ein Anatomie-Poster ist nie verkehrt und so ein Gehirn-Poster schadet auch nicht. Und falls man einen schnellen Sehtest braucht, kriegt er das auch noch. So, das sollte hier soweit gut gehen. Dann brauchen wir Behandlung, interessiert mich gerade nicht. Da braucht man einen, der was drauf hat. Und dann braucht man noch Bänklein, Heizung. Da ist sie.
So, damit sollte hier alles im grünen Bereich sein. Tippitoppi. Wir gehen wieder auf normales Tempo und hoffen, dass sich da jetzt hier gleich was tun wird und sich unsere Patienten ein wenig verteilen. Wie gesagt, wir wollen ja zum einen unsere Quote wieder erhöhen und zum anderen die 200 voll machen. So, unsere Patienten verteilen sich hier gerade gleichmäßig. Hier nippelt uns gerade einer ab, das ist jetzt nicht ganz so schick. Das ist jetzt nicht ganz so schick und eher schlecht für die Quote. Aber lassen wir uns jetzt hier mal nicht unterbringen. 14 von 20, nein, nein. Nicht schön. Oh, es wird immer schlechter. Es wird immer schlechter. Aber jetzt steigt es wieder 15 von 20. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch zwei. Ich frage mich, was der gute Mann hat, weil wenn man da so daneben liegt, wo muss er denn hin? Ah, Frakturstation, okay. Für den können wir natürlich da nicht viel tun, so 16,20. Die Rate ist wieder da, wo sie sein soll. Dann schauen wir jetzt gerade mal eben. Rutschgefahr durch Erbrochenes. Wo unsere Herzraser stehen, ob wir da vielleicht noch was machen können. Den können wir nicht mehr upgraden. Radio Two Point. Keine Angst, verehrte Hörerinnen und Hörer. Sir Nigel Bickleworth ist da, um Sie von Ihren banalen Radioerfahrungen zu befreien. Aber zuerst noch etwas Musik. Fällt uns hier wieder der Putz von der Decke. Jetzt schauen wir mal. Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Der wird sich hoffentlich selbsttätig dahin verlaufen. Unsere Heilungsrate ist doch schon wieder Arsch. Weiß ich noch nicht, ob wir hier können. Es wäre schön. Ganz kurz ein Päuschen machen.
So, dann können wir vielleicht. Dann tun wir danach einen Wandmeier. Und dann tun wir dann einen Wandmeier. Und dann sind wir schon bei Stufe 4. Recht viel mehr kann man dann da aber nicht mehr machen. Okay. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Dann schauen wir mal. Was wir hier so machen können. Verkaufen da auch die Betten. Einmal, zweimal, dreimal. Boah, ist es denn wahr? Muss ich jetzt hier echt wirklich jeden Scheiß dreimal in die Hand nehmen? Bis er einmal da steht, wo er soll. So. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Schaut zwar kacke aus, aber wenn es geht, dann soll mir das recht sein. So, jetzt kriegen wir Stufe 3 haben wir schon. Jedes Bett kriegt seinen Wandmeter. Poster hinhängen.
und hoffen, dass die so viele Punkte bringen. Dass wir Stufe 5 erreichen, ich weiß es gut nicht. Aber wir werden es relativ schnell feststellen. So. Damit haben wir Level 5 auch erreicht, haben hier eine top moderne Station. Und dann sollte das hier alles klappen. Sehr gut. So, wir befördern. Und wir haben natürlich jetzt durch die ganze Umbauerei unsere Patienten noch nicht geschafft und von unserer Heilungsrate will ich momentan gar nicht reden. Die wird hoffentlich noch besser. Jedenfalls, wir werden da noch eine Folge drin investieren. An der Stelle drücke ich jetzt mal auf Pause, beende diese aktuelle Folge und sage wie immer danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Seid's wieder dabei, wenn wir die 3 Sterne erreichen. Und bis dahin alles Gute und ciao, ciao.